Sonnige Grüße schicke ich euch. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung, da geht es um dich und um eine ganz bestimmte Person, um einen ganz bestimmten Menschen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde konkret eine Frage heute an die Karten stellen und mal schauen, was die Karten denn dazu sagen werden. Und zwar werden wir uns wiedersehen. Natürlich kann das jemand sein, der dir am Herzen liegt. Ja, für den zum Beispiel dein Herz schlägt. Aber es kann im Prinzip jeder Mensch sein. Werden wir uns wiedersehen? Also werdet ihr euch beide wiedersehen? Karten sind schon da. Sehr interessante auch Energie, die hier aus den Karten rüberkommt. Ja. Schnelle Energie vor allen Dingen, ja. Du hast es ja selber gesehen. Die ersten beiden Karten sind einfach so herausgehüpft. Und am Anfang, das ist sehr gut hier, ja, habe ich die Kraft. Die Kraft. Sehr. Es könnte sein, dass zum Beispiel dein Mensch, also die Person, um die es hier geht, die du wiedersehen zum Beispiel möchtest, ja. Ich habe das hier so, dass der Mensch dich auch wiedersehen möchte. Das ist hier sehr viel Energie steckt dahinter. Feuer, Leidenschaft, ja. Könnte auch irgendwie so ein bisschen dramatisch sein, ja. Könnte hier auch ein bisschen dramatisch rüberkommen auf irgendeine Art und Weise. Aber ich habe das hier so, dass der Mensch, dein Gegenüber, ist, ja, zum Beispiel feurig, ja. Oder hat sehr viel Temperament. Ich habe das hier auch so, kann sein, dass du das auch bist, vielleicht sogar ihr beide. Und ich habe hier zwischen euch beiden, ja, so ein vielleicht Kräftemessen, könnte so ein bisschen sein, ja. Der eine versucht den anderen irgendwie vielleicht so zu beherrschen sogar, ja, denn ich habe hier die Kraft und man kann sein, aber auch dass dein Gegenüber die Gefühle, diese Leidenschaft, dieses Ich möchte dich unbedingt wiedersehen, unter Kontrolle bringen möchte, ja, bisschen unterdrückt, sich im Zaum hält, möchte nicht, dass zum Beispiel du merkst, wie stark er oder sie hier dich wiedersehen möchte. Sowas bekomme ich hier rein, ganz stark mit dieser Karte, mit der Kraft, also eine ganz, ganz starke Energie. Und wie gesagt, könnte auch sein, dass hier so ein bisschen, ja, als würde man sich auch stark zeigen wollen, ja? Vielleicht möchtest du dich stark zeigen, vielleicht möchte dein Gegenüber sich hier stark zeigen, gegenseitig kann das natürlich auch sein, ja? Stärke, Kraft, aber wollen, aber also dein Gegenüber möchte dich wiedersehen, definitiv. Also wollen ist hier ganz stark. Nur die Frage lautet, werden wir uns wiedersehen? Ja, weil man kann viel wollen, ja, aber ob es wirklich dazu kommen wird, das ist eine ganz andere Geschichte. Und da gucke ich mir jetzt die Karten dazu an. Der Gehängte. Wow, der Turm. Das Ass der Schwerter. Die Fünf der Kelche. Und die Acht der Kelche. Werden wir uns wiedersehen. Also das Wollen, das starke Wollen haben wir das, das haben wir jetzt hier, ja. Und eine Zwickmühle, ja,
in einer Zwickmühle sich befinden, beziehungsweise momentan geht das nicht. Das wird mir hier im Kartenbild gezeigt. Momentan. Das ist die Jetzt-Situation. Also zum Beispiel heute geht das nicht, ja? Morgen geht es auch nicht. Ich habe hier in dieser Karte von außen her, weil dein Gegenüber möchte, ja? Möchte ganz stark. Du wahrscheinlich auch. Aber von außen her ist es blockiert, es geht nicht, wegen äußeren Umständen. Ich habe das hier nicht so, dass dein Gegenüber dich nicht wiedersehen will, aber es geht nicht, weil. Es geht nicht, weil man ja weit auseinander wohnt, ja, vielleicht in einer anderen Stadt, vielleicht in einem anderen Land, vielleicht auf einem anderen Kontinent. Das könnte zum Beispiel so sein. Also die Entfernung ist ziemlich groß und momentan geht es einfach nicht, dass man sich wiedersehen kann. Ich habe hier aber auch irgendwo in der Außenwelt, habe ich auch so etwas, was das unmöglich macht momentan. Aber, es gibt hier aber ein Aber, dein Gegenüber macht sich schon Gedanken, wie es möglich werden kann. Ja, was kann man machen, damit man sich wiedersehen kann? Das kann zum Beispiel auch so sein, dass dein Gegenüber jetzt momentan zum Beispiel so eingespannt ist, dass ein Treffen nicht möglich ist, ja? Also von außen, zum Beispiel viel Arbeit oder man hat so viel zu tun, irgendwelche Aufgaben, ja? Vielleicht auch irgendwelche Dinge, die das einfach momentan unmöglich machen, sich jetzt momentan mit dir zu treffen, sich ja ein Wiedersehen irgendwie zu arrangieren, ja? Ist nicht möglich. Der Turm. Ich habe das hier so mit diesen beiden Karten, dass der Turm fallen wird, diese Beschränkungen aufhören werden zu existieren. Kann natürlich auch eine innere Sperre auch irgendwo sein. Ja, im ersten Moment hat man hier so in der Außenwelt so etwas, was unmöglich macht. Aber es kann auch im Inneren sein. Aber dein Gegenüber macht sich schon Gedanken, wie man das überwinden kann, ja? Wie man diese Sperre überwinden kann. Und da kommt hier der Turm. Und der Turm wird fallen, die Mauer wird fallen, diese Beschränkungen, Einschränkungen werden fallen, man wird da durchbrechen oder das wird von alleine wegfallen oder man wird durchbrechen mit eigener Kraft, durch eigene Kraft dieses Hindernis überwinden oder diese Beschränkungen einfach aufheben, ja? Und ich habe das Ass der Schwerter hier, das ist die Kommunikation. Man möchte auf jeden Fall miteinander reden, ja, dein Gegenüber möchte mit dir reden, möchte vieles vielleicht klarstellen oder irgendetwas Wichtiges klarstellen. Ich habe hier auch sowas wie das, was zwischen uns steht, ja, das, was zwischen uns steht, soll hier besprochen werden, klargestellt werden und natürlich, ich habe das hier so, ich habe hier nicht direkt sofort ein Wiedersehen. Ich habe hier erstmal vielleicht nur kommunizieren, ohne sich wiederzusehen, ja. Das kann sein, dass dein Gegenüber hier auf Nummer sicher gehen möchte, vorsichtig ist und erstmal hier zum Beispiel übers Telefon das Ganze regeln möchte, um zu gucken, was kann da gemacht werden? Zum Beispiel kann das hier auch so sein, weil ich habe hier eine Enttäuschung. Bist du mir noch böse? Bist du noch sauer auf mich? Möchtest du überhaupt noch den Kontakt zu mir haben? Wollen wir den Kontakt wieder aufnehmen? Ja, weil hier unten habe ich drei der Kelche, die umgefallen sind, aber darüber, ja, darüber schwirren noch zwei. Also, es ist noch vieles möglich, wenn man den Fokus auf das, was noch alles da ist, legt und nicht, was alles verloren ist, ja. Das habe ich hier so im Kartenbild und das wird auch dein Gegenüber so tun. Er wird den Blick auf die zwei verbliebenen Kelche richten, das, was noch alles möglich ist für euch beide, anstatt die ganze Zeit diesen Verlust oder diese Trauer oder einfach diese Hoffnungslosigkeit, das, was vorgefallen ist, dieses Negative noch im Blick zu haben, damit hört dein Gegenüber auf und möchte einfach von dir wissen,
durch diese Kommunikation erstmal. Das kann auch unter Umständen ein Treffen sein, ja. Aber ich habe das eher, für die meisten habe ich das hier eher zum Beispiel Nachrichten oder einen Anruf, ja, zuerst. Möchte dein Gegenüber wissen, ob du auch das so möchtest, diese zwei der Kelche irgendwie in Fokus zu haben. Vielleicht möchte dein Gegenüber noch wissen, ob du bereit bist, das irgendwie wieder zu versuchen. Ja, sowas bekomme ich hier rein. Möchtest du es wieder mit mir versuchen? Und da möchte dein Gegenüber irgendwie sich auch schützen hier mit dem Schwert, ja, so ein bisschen schützend, möchtest du mit mir das nochmal versuchen, aber erstmal zum Beispiel telefonisch, ja, oder durch irgendwelche Nachrichten das erfahren, bevor man sich wieder sieht. Aber ich habe für einige, habe ich auch das Wiedersehen, aber sehr vorsichtig, um erst überhaupt so ein bisschen vorzufühlen. Wie bist du denn so drauf? Wie stehst du zu mir? Wie stehst du zu der ganzen Angelegenheit mit mir? Ja, sowas habe ich hier im Kartenbild. Und dann habe ich einen Weg. Einen Weg. Ich werde hier noch eine Karte drauflegen. Das sind zwei. Der König der Münzen und der Herrscher. Vieles ist möglich. Ja, vieles ist möglich hier. Und der Weg, weil das kann man hier auf zweierlei Weise deuten. Entweder man geht komplett raus aus der Situation mit dir, ja, man behält diese umgefallenen Kelche im Kopf und geht raus, verabschiedet sich sozusagen, also nach dieser Kommunikation oder nach diesem Treffen oder nur Kommunikation, kein Treffen. Man geht einen anderen Weg oder das ist der neue Weg für euch beide. Und ich habe hier das für die meisten, ja, so muss ich das leider sagen, für die meisten habe ich hier den Weg für euch beide. Ein gemeinsamer Weg oder ein Weg zu dir, ja, mit dem Herrscher und mit dem König der Münzen, weil... Was wichtig ist für dein Gegenüber, soll ich dir jetzt sagen, ja, damit ein Treffen möglich ist, ist Stabilität, ist Sicherheit und auch irgendwo so eine sichere Grundlage haben. Ich habe hier dein Gegenüber hier ziemlich vermögend drin liegen. Vermögend, reich, muss nicht unbedingt reich sein an Geld, ja, oder irgendwelche anderen Dinge, sondern ich habe ihn hier Reichtum im Inneren mit dem Herrscher, sehr reich sein an Erfahrung und das, was man so erlebt hat. Man hat viele Schlachten geschlagen und irgendwie ist man schon hier bewusst und weiß, was man haben möchte, was man will und was man nicht will. Und was man unbedingt haben will, ist die Sicherheit. Auf Nummer sicher gehen. Das kommt hier nochmal. Und deswegen wahrscheinlich zuerst dieses Telefonische oder über WhatsApp oder sowas, ja. Erstmal gucken, wie stehen wir zueinander? Wo sind wir denn eigentlich? Willst du mich noch? Willst du überhaupt den Kontakt mit mir haben? Und wenn Kontakt, welcher Kontakt? Wie soll der aussehen, ja? Also dein Gegenüber möchte hier sehr vieles erstmal im Vorfeld wissen und dann wird er sich auf den Weg machen. Und für die meisten, ich muss das hier sagen, das ist eine allgemeine Legung, deswegen habe ich das hier für die meisten den Weg einschlagen zu dir, in die Verbindung, in diese Freundschaft, ja, in dieses, was euch verbindet, also der Weg zu dir. Man hat also die zwei der Kelche hier oben angenommen, weiß davon, guckt sie sich ganz genau an und geht auf dich zu. Ich habe hier das Wiedersehen in einem sicheren Umfeld, irgendwo, wo man sich sicher ist und sicher fühlt. Das muss nicht unbedingt das eigene Zuhause sein. Das vielleicht ist es zu intim. Ja, ich habe das hier irgendwo, wo man sich sicher fühlt,
wo man sich auskennt auch. Das kann auch zum Beispiel, wenn ihr in einer anderen Stadt, also du bist in einer anderen Stadt und dein Gegenüber ist in einer anderen Stadt, ja. Das kann aber auch irgendwo so, also und dein Gegenüber kommt zu dir, um dich zu sehen. Trotzdem bietet ihm oder ihr dieser Ort so eine bestimmte Sicherheit. Man fühlt sich sicher. Und dein Gegenüber möchte hier was Ernstes dann mit dir haben. Das muss nicht unbedingt romantisch sein, das kann auch freundschaftlich sein, ja. Aber möchte auf jeden Fall etwas Ernsthaftes mit dir haben. Das ist nicht einfach nur so, sondern das soll schon gehaltvoll sein. Da im Hintergrund hat dein Gegenüber auch so diesen Willen und eine Vorstellung von etwas ganz, 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 ganz Festem, ja. Das kann auch hier eine feste Partnerschaft sein, auf der Suche nach einer festen Partnerschaft oder nach einer Freundschaft. Ja, aber das bietet ihm oder ihr dann Sicherheit und man möchte hier auch auf Nummer sicher gehen, das kommt aus dieser Legung hervor. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung, ja, das ist ein bisschen länger geworden, als ich es überhaupt vorhatte, aber die Karten wollten es so, ja. Wenn du magst, kannst du mir natürlich einen Kommentar schreiben, würde mich sehr freuen, ja, und kannst natürlich auch meinen Kanal abonnieren, wenn du magst, wenn du noch nicht abonniert hast. Oder vielleicht liken, ja. Vielleicht auch alles zusammen, wenn du willst. Gerne, würde mich riesig freuen. Aber ansonsten, wenn nicht, dann wünsche ich dir auch, ja, einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche dir einfach eine wundervolle kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.